sah ein Konzertprogramm zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus? Was boten die Veranstalter dem Publikum? Welche Künstler traten auf? Was wurde in der Hofoper bzw. im Nationaltheater gespielt? An welchen anderen Orten der Stadt erklang vor 200 Jahren Musik? Viele Orte und Gebäude der damaligen Zeit, die in engem Bezug zur Musik standen, gibt es heute nicht mehr. Wir sind auf Spurensuche gegangen und bieten ein transmediales Szenario, in dem 6 Personen durch das Berliner Musikleben um 1810 führen. Mithilfe von Bildern, Musik, Rezensionen, Theaterzetteln und anderen Quellen wird dies anschaulich erlebbar. Ein Stadtplan aus dieser Zeit dient uns als Grundlage und bietet die Möglichkeit, die Spaziergänge historisch zu verorten und gleichzeitig immer wieder mit dem heutigen Berlin zu verbinden. Denn die Straßen der Innenstadt verlaufen heute noch genauso wie vor 200 Jahren. Die erste Erzählung um den Starbariton Friedrich Jonas Beschert haben wir selber gesprochen und mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln veranschaulicht und musikalisch unterlegt. Im Hintergrund erklingt gerade die Kavatine aus Mozarts Don Giovanni, einer der Paraderollen von Beschert. Friedrich Jonas Beschert wohnt in der Friedrichstraße 183. Das Haus gibt es nicht mehr. Heute ist die Straße die angesagte Einkaufsmeile der östlichen City. Der Eingang zu Beschert's Haus könnte vielleicht so ausgesehen haben. Der Spaziergang mit Friedrich Jonas Beschert führt uns als erstes zum Gendarmenmarkt, einem der wenigen Orte im heutigen Berlin, an denen uns eine Zeitreise fast mühelos gelingen kann. Nach dem letzten Weltkrieg war das der Platz der Akademie. Denn das Gebäude hinter mir ist der Sitz der altehrwürdigen Preußischen Akademie der Wissenschaften, die bereits 1700 gegründet wurde. Heute heißt sie Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Der deutsche Dom links und der französische Dom rechts erhielten vor mehr als 200 Jahren ihre jetzige Gestalt. Das Konzerthaus wurde nach dem Zweiten Weltkrieg nach den Plänen des Schauspielhauses von 1821 wieder aufgebaut. Dieser Platz ist der zentrale Punkt unserer Geschichten aus dem musikalischen und kulturellen Leben der preußischen Hauptstadt um 1810. In der Kleinstadt Berlin mit ihren ca. 160.000 Einwohnern kreuzen sich täglich viele Wege. Das machen wir uns zunutze, um die einzelnen Personen einzuführen. Rahel Levin, die spätere Rahel Warnhagen, ist die Grande Dame der Berliner Salons. Friedrich Jonas Beschert ist, wie schon erwähnt, einer der bekanntesten Sänger und Schauspieler der Stadt. Der Komponist und Konzertveranstalter Georg Abraham Schneider steht als Hornist im Dienst der Hofkapelle. Karl Friedrich Zelter, Chorleiter und ebenfalls Komponist, lässt sich am besten als Musikfunktionär charakterisieren. Die Werkstatt von Emanuel Jakob Josef Freudenfeld gilt als eine der besten Adressen zur Reparatur von Instrumenten. Und Wilhelmine Auguste Henriette Friederike Kopel ist als Straßenmusikerin tagtäglich auf dem Gendarmenmarkt zu hören. In der erweiterten Fassung der Geschichten wird es möglich sein, zwischen diesen Personen hin und her zu wechseln. Auf 9 Spaziergängen können sich andere Erlebnisse und Höreindrücke ergeben. Außerdem wird an den einzelnen Stationen des jeweiligen Spaziergangs die Möglichkeit bestehen, zusätzliche Informationen zu Personen, Gebäuden und einzelnen Stichworten abzurufen. Wie wir uns das vorstellen, kann die folgende Szene, ein Ausschnitt aus dem Spaziergang mit Beschert, verdeutlichen. Begleiten Sie mich noch ein Stück zum Opernplatz. Ich muss nur kurz etwas zurückgeben. Der Auszug der Gluckschen Iphigenien Aulis, die anlässlich der Rückkehr des Königspaares erstmals gegeben wurde, liegt schon nun ungebührlich lange bei mir. Ich habe die Partie des Agamemnon gründlich studiert, aber glücklicherweise musste ich nicht für Herrn Franz einspringen. Meine Rolle ist ja eigentlich der Orest in der anderen Iphigenie-Oper Iphigenia auf Tauris, die die Hofoper schon seit langem im Programm hat. Sie sind auch an der Hofoper engagiert. Wie kann Berlin sich denn 2 Opernhäuser leisten?
Die Hofoper ist die Königsoper, das Nationaltheater die Bürgeroper. Das ist natürlich sehr vereinfacht gesagt, aber der Unterschied zeigt sich schon in den Programmen der beiden Häuser. An der Hofoper spielt man insgesamt recht selten, zu hohen Festtagen und wenn der König in der Stadt ist und während der klassischen Saison. Also im Dezember und Januar, Februar. Ja, das stimmt. Und man spielt vor allem italienische und französische Opern. Der Spielplan des Nationaltheaters sieht ganz anders aus. Gluck wird zum Beispiel gar nicht gespielt und es steht keine Opera-Serie auf dem Programm. Dafür aber Mozarts Opern als Singspiele, also mit gesprochenen Dialogen. Und Schauspiele mit Musik, wie sie Kapellmeister Weber komponiert. Ja, durchaus. Zu Theaterstücken gibt es meist Bühnenmusiken und manche Stücke wie die Deodata sind schon auf Musik hin angelegt. Herr Kotzebue ist so etwas wie der Hausautor des Nationaltheaters und es wird grundsätzlich in deutscher Sprache gesungen. Wir sind schon fast am Opernhaus. Schauen Sie sich ein wenig um. Ich gebe nur schnell die Partitur zurück. An dieser Stelle kann auf Informationen zu August Friedrich Ferdinand von Kotzebue und zu seinem Theaterstück Deodata, das Gespenst, zugegriffen werden. Und es stehen umfangreiche, weiterführende Angaben zur wechselvollen Geschichte der Hof- und jetzigen Staatsoper zur Verfügung. In der derzeitigen Fassung müssen wir uns auf Informationen aus dem Off beschränken. Das Königliche Opernhaus ließ Friedrich II. Unmittelbar nach seiner Thronbesteigung errichten. Es wurde mit der Oper Cleopatra e Cesare von Karl Heinrich Graun eröffnet. Das Opernhaus dient der Repräsentation königlicher Herrschaft. Daher wird die Kapelle vom König bezahlt. Auch das Programm wird durch seine Anordnungen und Wünsche bestimmt. Häufig werden Ballette gegeben, etwas seltener Opern. Der Besuch der Oper ist vorwiegend den Adligen und dem gehobenen Bürgertum vorbehalten. Der Eintritt ist frei. Wenn Sie sich noch weiter mit uns auf Spurensuche im Berliner Musikleben vor 200 Jahren begeben möchten, können Sie über folgenden Link Friedrich Jonas Beschott auf seinem gesamten Spaziergang begleiten.